Hallo meine Lieben, heute schon der zweite Tag und ich hoffe, ihr habt fleißig geübt. Und heute gibt es ja eben auch schon die nächsten fünf Buchstaben. Für diejenigen, die eher per Zufall hier gelandet sind, guckt euch am besten das Intro-Video an zum Handlettering. Und für alle anderen, lasst uns loslegen. Kommen wir zum ersten Buchstaben, der F. Da ist es so, dass wir hier mit wenig Druck rübergehen, diese Schlaufe machen, dann den Druck aufbauen, runterkommen mit viel Druck und hier langsam wieder loslassen. Und dann noch diesen Querbalken. Das machen wir wie folgt. Wenig Druck aufbauen, runter und Druck loslassen. Und hier noch mit wenig Druck diesen Querbalken. Mach's nochmal. Das ist der große F. Beim kleinen F, da habt ihr eine Schlaufe, wo ihr mit wenig Druck hochkommt. Dann baut ihr hier den Druck auf, geht mit viel Druck runter, lasst ihr langsam wieder los, kommt hoch mit wenig Druck und dann noch diese Schlaufe. Das heißt hier wenig Druck, hochkommen, Druck aufbauen, runter, langsam loslassen und hier noch diese Schlaufe. Mach's nochmal. Das ist der F. Dann der G. Da gehen wir mit beim großen G mit wenig Druck hoch, diese Schlaufe, bauen hier den Druck auf, gehen mit viel Druck runter, dann kommen wir hier wieder mit wenig Druck hoch, dann kommt hier wieder der Punkt mit viel Druck für runter, da unten lasst ihr langsam wieder los und kommt mit wenig Druck hoch. Das heißt hier wenig Druck, Druck aufbauen, loslassen. Dann hier wieder Druck aufbauen, loslassen und wenig Druck. Ich zeige es nochmal. Das ist der große G. Dann beim kleinen G habt ihr hier wie beim A dieses wenig Druck, hier Druck aufbauen, dick runterkommen. Dann wieder loslassen und wieder hoch mit wenig Druck. Dann hier wieder ansetzen mit viel Druck runter. Dann hier wieder loslassen und mit wenig Druck wieder hoch. Das heißt wenig Druck, Druck aufbauen, wenig Druck. Druck, loslassen und wieder hoch. Mach's nochmal. Das ist der kleine G. Dann der H, der hat schon ein bisschen mehr Verschnörkelungen. Da gehen wir mit wenig Druck diese Schlaufe hoch, dann erhöhen wir hier den Druck, gehen runter, dann hier wieder loslassen und diese Schlaufe hoch machen, dann hier wieder Druck aufbauen und diesen dicken Druck, also mit dem dicken Strich runter und hier wieder loslassen und hoch. Das heißt, wenig Druck, aufbauen, loslassen, wenig Druck, aufbauen, loslassen. Ist nicht so schön geworden, wir machen es nochmal. So, das ist das große H. Dann haben wir den kleinen H, da geht ihr mit wenig Druck auch hoch, macht diese Schlaufe, baut hier den Druck auf, geht hier mit viel Druck runter. Dann setzt ihr neu an und fangt hier mit wenig Druck an hoch, hier baut ihr den Druck auf, geht dick runter und hier lasst ihr wieder los. Wenig Druck hoch, Druck aufbauen, runter. Wenig Druck hoch, Druck aufbauen, loslassen. Mach das nochmal.
Das ist der H. Der I ist ganz einfach. Beim großen I diese kleine Schlaufe hier hoch mit wenig Druck, dann mit viel Druck runter und hier wieder loslassen. Das heißt, wenig Druck, Druck aufbauen und wieder loslassen. Das nochmal. Das ist der große I. Beim kleinen I mit viel Druck ansetzen, runter und dann hier loslassen und noch den Punkt oben machen. Viel Druck, runter, loslassen und noch den Punkt. So, das ist auch schon der I, ist eigentlich fast das Einfachste. Dann kommen wir schon zum J. Da habt ihr hier diese dünne Schlaufe hoch, Druck aufbauen, runter. Dann macht ihr hier unten noch mit wenig Druck diese Schlaufe. Das heißt, wenig Druck hoch, Druck aufbauen, runter, langsam loslassen und noch diese Schlaufe. Das nochmal. Das ist der Großbuchstabe und dann hier beim Kleinen haben wir hier gleich wie beim I. Mit viel Druck anfangen, runter und dann hier Druck abbauen und dann hier schmal wieder hoch und noch den Punkt. Das heißt viel Druck runter, loslassen, dünn hoch, den I-Punkt. Und das waren auch schon die 5 Buchstaben für heute. Ich hoffe, ich habe das Ganze verständlich erklärt und die Informationen waren hilfreich für euch. Und naja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Üben und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis bald!